Zu ihrem 100. Geburtstag holen Südwestrundfunk und Bayerischer Rundfunk Sophie Scholl ins 21. Jahrhundert und erinnern in einem innovativen Instagram-Projekt an die Widerstandskämpferin der Weißen Rose. Hallo YouTube, ich bin Katrin, das hier ist TubeNow, heute mal mit einer Instagram-News. Wie wäre das, wenn es 1942 schon Instagram gegeben hätte und wenn Sophie Scholl dort ihr Leben mit der Welt geteilt hätte? Genau dieses Szenario wird aktuell auf dem Instagram-Account Ich bin Sophie Scholl nachgestellt. Sophie Scholl, zu dieser Zeit 21 Jahre jung, wird gespielt von Luna Wedler und zum Zeitpunkt dieser Videoaufnahme folgen dem Account bereits fast 800.000 Menschen. In Feedbeiträgen, Stories und Reels nimmt sie ihre FollowerInnen mit nach München, wo sie ihr Studium in Philosophie und Biologie beginnt. Hautnah, emotional und in nachempfundener Echtzeit lässt sie die Zuschauerinnen und Zuschauer teilhaben an den letzten Monaten ihres Lebens. Sophie freut sich auf ihr neues Leben in München. Sie trifft am Bahnhof ihren Bruder Hans wieder. Alles deutet im Grunde genommen auf den Beginn eines ganz normalen Studentinnenlebens hin. Doch die bedrückte Stimmung lässt sich einfach nicht ignorieren. So stellt zum Beispiel der Schaffner im Zug seiner Bitte nach der Fahrkarte ganz selbstverständlich ein Heil Hitler voran. Außerdem beobachtet Sophie einen Kriegsheimkehrer, der verwundet ist und der sie an ihren Verlobten Fritz erinnert, der selbst an der Ostfront kämpft, und sie fragt sich, in welchem Zustand er wohl zu ihr zurückkommt und ob er überhaupt zu ihr zurückkommt. Alles sieht aus wie 1942, die Kleidung, die Einrichtung, nur die Hochkantaufnahmen im Selfie-Modus fallen etwas aus der Zeit. Es gibt allerdings nicht nur diese inszenierten Aufnahmen zu sehen, sondern auch Originalfilmmaterial und Fotos. Es ist ein kleines bisschen wie ein Fenster in eine andere Zeit, das hier von SWR und BR produziert wurde. Gemacht wird das Ganze anlässlich des 100. Geburtstages von Sophie Scholl, der am 9. Mai 2021 gewesen wäre. Ihr solltet auf jeden Fall mal bei dem Account vorbeischauen und euch selber ein Bild machen. Kernstück des Kanals sind die täglichen Stories von Sophie. Wenn man die allerdings verpasst, kann man sich am Ende von jeder Woche ein zusammenfassendes IGTV anschauen. Wenn ihr keine Webvideo-News mehr verpassen wollt, könnt ihr jetzt gerne den Kanal abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!